Das ist heute mein Startpunkt, Hirseck, Sörenberg. Ich habe wieder eine ziemlich lange Tour vor mir. Und zwar geht es hier hoch, da ganz oben hin, da. Das ist meine heutige Wanderung auf die Schrattenfluh. Ist heute Morgen noch recht kühl. Da hier oben, weiter vorne da, ist Sörenberg. Und das da hinten ist die Prinz-Rothorn-Kette. So, jetzt geht es weiter. Da zuerst diese Straße entlang. So schön, die Kühe hier im Weiden. Jetzt fährt gerade der Postbus wieder nach vorne. Da unten, diese hohe Brücke, bin ich jetzt gekommen. Und da hinten, noch weiter hinten, ist Sörenberg und die schöne Prinz-Rothorn-Kette. Jetzt kommt die Sonne zum Vorschein. Es wird immer schöner und ich bin gespannt, wie warm das es heute wird. Jetzt habe ich den ersten Boden schon überwunden. Und von da geht es jetzt durch einen Wald hoch, hier hoch. Ja, da geht es jetzt so grad ziemlich steil hoch. Da zwischendurch die Sonne. Von da unten komme ich jetzt hoch. Und da sieht man schon die ersten Karstfelsen. Aber ich kann euch versprechen, oben wird es noch viel, viel schöner als hier. Es wird wieder immer romantischer. Da oben sieht man auch wieder die Schrattenfluh, den Teil davon. Und da ist es jetzt wieder flach, aber nur ein kleines Stück. Dann geht es wieder ziemlich steil berghoch.
da sind wieder viele abgestorbene Bäume. Und ab und zu hat schon da so Dolinen. Das ist ein sehr reiche Höhlengegend da, es hat sehr viele Höhlen und zum Teil geht es recht tief runter. Kam auch schon vor, dass sie mit der Rettungsflugwacht Leute bergen mussten, was ganz gefährlich ist, wenn es nicht mehr so viel Schnee hat und man die Löcher nicht sieht, kann man also recht tief runterfallen. Aber sehr interessant hier oben. So sieht die Umgebung aus nach 223 Höhenmeter, die ich schon zurückgelegt habe. Unten das Dorf Söderberg und da drüben die Prinzenrothornkette. Und etwa hier bin ich am Samstag durchgekommen. Ich habe schon schön Höhe erreicht. Bin schon ein bisschen höher als am Samstag, wo ich da auf der Gegenseite drüben war. Dort bei diesem Haus da, wo der Kran steht, bin ich durchgekommen. Und da ging es noch ziemlich weit ins Tal runter. Und ich kann jetzt hier nur hochsteigen. Da oben ist diese bekannte Felsformation. Da sieht man schön nach Söderberg runter und in das Skigebiet. Und die ganze Kette, Prinzenrothornkette. Und da, hinter dieser Hütte, geht mein Wanderweg dann weiter hoch. Ich habe schon wieder ziemlich an Höhe gewonnen. Ja, das Wetter ist heute nicht so gut, aber solange es nur so überzieht, geht es ja noch. Für den Rest von dieser Woche hat er dann wieder ganz schlechtes Wetter. Ja, da hier habe ich einen steilen Ausstieg. Geht da hoch. Da oben, da sieht man noch einen Teil von der Wegmarkierung. Da oben gefällt es mir jetzt schon wieder besser. Jetzt habe ich doch gerade einen sehr steilen Ausstieg gehabt. Da hier ist es viel schöner jetzt und geht nicht mehr so steil hoch. Von da hier unten hoch komme ich jetzt. Wieder ein schöner Ausblick. Und da hier, gerade hinten so, komme ich dann wieder runter. Wieder in den Weg, den schönen, wo ich vorher
gehabt habe. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu nehmen. Es geht zwar ein bisschen weiter, aber es ist für mich dort sicherer. Auf der anderen Seite, der Abstieg ist doch ziemlich hart. Von da hier unten komme ich jetzt hoch und da fängt jetzt die Karstgegend an. Wird aber noch viel interessanter, kann ich euch versichern. Und noch einen Blick ins Tal runter. Jetzt habe ich wieder so einen Zwischenboden erreicht. So eine unnatürliche Gegend fast schon da oben. Da habe ich jetzt diese Partie gehabt, wo ich ein bisschen klettern musste. Und der Weg geht da weiter hoch. Wieder mal ein Blick ins Tal und in die Bergwelt. Bis hier oben wird wahrscheinlich geweidet. Da sind auf jeden Fall noch zwei Badewannen, wo die Tiere Wasser draus trinken können. Nur ein paar Meter weiter oben und schon sieht man das Dreigestirn. Eiger, Mönch und Jungfrau. Und da sehe ich schon nach ganz oben. Ich habe schon wieder ziemlich Höhe gewonnen. Sörenberg liegt schon weit, weit unten im Tal. Das ist noch eine Alp. Und jetzt geht der Wanderweg irgendwo durch diese Felsmassen durch. Ich glaube, da hier oben irgendwo kommen wir dann durch. Und dort ganz oben, das ist schon die Spitze.
bis da oben ist der Zaun. Und jetzt geht es da durch diese Steinwüste hoch. Ja, die Schrattenfluh. Dort oben sehe ich auch zwei am Wandern. Oder drei sogar. Hier ungefähr. Und da, ja, bin ich auch schon fast oben. Es geht nicht mehr so weit. Übrigens, dort oben, wo die drei anderen Wanderer sind, dort komme ich auch durch. Der Wanderweg, meine geht dann hier oben durch, da kommt er runter, irgendwie so der Felsen entlang. Jetzt kommt die Sonne wieder langsam. Ja, von da hier vorne bin ich jetzt hochgestiegen und da kommt der andere Weg nach oben. Jetzt geht es da noch nach hinten und dann da vorne noch hoch bis da ganz oben, dann der Seite entlang und wieder so runter. Jetzt hat es viele solche Löcher und da hat es ja auch sehr viele Höhlen. Und da fragt man sich schon, wo man da langsam hinkommt.
Jetzt geht der Wanderweg hier in diesen Kessel rein. Habe ich einen ganz schönen Weg. Da ist noch ein riesiger Schutthaufen. So schön da oben einfach. Das ist grandios, diese Landschaft. Und da vorne, am Hang entlang, da kommt übrigens der andere Bergweg. Ich war ja am Samstag schon da oben und da habe ich da hinten aufgehört. Also bin ich runter ins Tal gestiegen. Ihr könnt ja das vorherige Video auch anschauen, dann seht ihr genau, wo ich am Samstag durchgewandert bin. Da bin ich jetzt so auf einer Art Hochebene, umgeben von Bergen. Und da oben sehe ich einen Wegweiser da. Dort muss ich jetzt hin. Und da hier ist übrigens auch ein Bunker. Das war von der Armee sehr gut besetzt während dem Zweiten Weltkrieg. Da vorne, wo die zwei durchgehen, dort werde ich nicht durchgehen. Ah, und da dran oben, hier ungefähr, hat es auch noch zwei. Das ist der Hengst. Aber da gehe ich nicht hoch. Da vorne, rechts hoch, geht's zum Hengst. Und auf der linken Seite kann man unterhalb vom Hengst am Hang entlang wandern. Und von da hier vorne, da hier irgendwo, bin ich jetzt durchgekommen und dann hier hoch. Und mein Weg führt jetzt da diesem Hang entlang, da vorne wieder hoch noch und da oben irgendwo ist dann mein höchster Punkt von heute. So. Los geht's. Da hier drin war früher eine Truppenunterkunft, also für das Militär. Die haben da geschlafen und hatten einen sehr, sehr schönen Ausblick. Und diese Seite da. Wow, da geht's dann runter. Ah, ist das schön. Das ist wunderbar.
Übrigens, da hier vorne komme ich heute noch durch und werde dann hier diesen Graben runterwandern. Wow! Diese Welt. Auf den Hengst sind immer noch Leute am Raufsteigen. Da gibt es übrigens noch eine interessante Sage, wie die Schrattenfluh entstanden ist. Und zwar war hier früher, vor vielen, vielen Jahren, eine ganz, ganz schöne Alp. Die Alp wurde von einem Ehepaar betrieben und vom Bruder, vom Bauer. Dieser Bruder war aber blind. Und der Alpbetreiber hatte diesen blinden Bruder voll ausgenützt. Sie hatten aber auch noch einen Angestellten. Und eines Tages hat der Angestellte das dem blinden Mann erzählt, dass er hintergangen wird. Er stellte dann seinen Bruder zur Rede und dieser sagte ihm, wenn er ihn wirklich betrogen habe, dann solle der Teufel diese Alp holen. Kaum hat er das ausgesprochen, wurde es dunkel. Es kam ein fürchterliches Gewitter auf. Nach dem Gewitter war die Alp verschwunden. Und der böse Bauer und seine Frau wurden in eine tiefe Höhle hinuntergeschmissen. Und diese Spuren, die ihr seht, das sind vom Teufel seine Krallen, die er hier in den Stein reingehauen hat. Wenn ihr genau noch die Sage lesen möchtet, schaut doch einfach im Internet nach.